Moin Leute, heute gibt es den Equitana-Roll und ich würde sagen, wir fangen einfach gleich mal an. Und zwar mit diesen Glocken. Das sind Glocken von Escort in Braun und halt in Größe M für unsere Ponys. Wir haben die Escort-Glocken schon eigentlich immer, weil die eigentlich fast am besten unsere Ponys passen. Und ja, diesmal ist die Farbe braun geworden und ohne Fell. Und ja. Dann, wie ihr wahrscheinlich wisst, habe ich ja schon seit längerem einen neuen Einstreupartner. Und zwar ist das Streusahn. Und die haben auch so T-Shirts, die sehen so aus. Und halt auf der Rückseite steht dann halt noch einmal Pferdemädchen drauf. Das finde ich richtig, richtig cool. Und ich finde das Logo von denen auch einfach mega, mega cool. Mit dem Pferd und dann diesen Mädchen und so. Das sieht richtig, richtig cool aus. Falls ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr ja vielleicht auch öfters mal so meine Story verfolgt und so. Und dann habt ihr ja vielleicht auch gesehen, wo wir halt überall so waren. Und wir waren unter anderem halt auch bei Ponyschwester. Dort habe ich zwei mega, mega coole Shirts bekommen. Und da sind die halt vorne so recht schlicht. Und dann steht einmal halt hinten Ponyschwester drauf. Und dann noch eins, dort steht hinten Pony Power drauf. Das sieht so aus. Mega cool. Und dann durfte ich mir dazu noch Patches aussuchen. Ich zeige euch die auch einmal. Und zwar habe ich dort halt immer so die Anfangsbuchstaben von den Ponys genommen. Also hier einmal für Rocky, für Alfie, für meinen Namen. Dann halt Dobby. Und dann halt einmal hier, wo Ponyschwester draufsteht. Das war so mega, mega cool. Ich habe das schon immer an dem Stand von denen gesehen. Und ich musste das einfach unbedingt haben. Und dann hier noch so andere, die sehen so aus. Und ich finde es auch so cool, dass sie halt auch trotzdem noch so glitzern, weil ich finde, das sieht einfach so cool aus, wenn man so einfach so T-Shirts mit sowas aufpeppen kann. Richtig cool. So, dann habe ich unter anderem noch so ein mega cooles Glanzspray von denen mitbekommen. Ich finde das einfach so mega cool, dass hier, das ist so ein lustiges Logo sozusagen drauf mit dem Pferd. Das sieht einfach richtig kreativ und hübsch aus. Und ja, generell halt auch, dass es in dieser Schrift geschrieben ist und so. Und das werde ich dann jetzt auch bald sofort mit zum Stall nehmen und mal austesten. Dann waren wir noch ein zweites Mal bei Ponyschwester. Und ich habe mich da einfach mega in eine Schabracke verliebt. Die habe ich nämlich bei denen in Instagram in der Story gesehen. Und ich muss die einfach sofort haben. Und ja, ich zeige euch die jetzt mal. Die sieht nämlich so aus. Richtig, richtig, richtig schön. Ich finde das so cool, dass dieser Streifen hier eben so ein bisschen glitzert. Dass da so Sterne und so ein paar Glitzerpartikel drin sind. Aber dass sie trotzdem halt so mega schlicht gehalten ist. Ich finde das so mega, mega cool einfach nur. Und ja, sonst ist sie halt in so einem schwarz-dunkel-blau. Und dann hier eben halt, das ist so ein Grünton und hier halt am Rand auch nochmal dieser Grünton und es sieht einfach richtig cool aus. Was sagt ihr dazu? Und schreibt mir auch mal in die Kommentare, wenn ihr auch bei Ponyschwester wart, was ihr euch so da gekauft habt. So, dann waren wir noch bei Hauke Schmidt. Das war so cool, weil dort, also die arbeiten ja auch so mit Magic Tech und so zusammen und aus dem Grund haben die auch diese Handschuhe mit den Patches drauf. Und das ist richtig cool, weil Hauke Schmidt hat jetzt selber so eine kleine Kollektion darüber gemacht. Und zwar mit Pummel-Einhorn, so cool. Hier auf dem Patch ist halt so ein Pummel-Einhorn drauf. Das gibt es in ganz verschiedenen Motiven und ich finde das einfach so mega cool gemacht. Und halt, ich habe das diesmal in Weiß genommen, weil ich die schon auch in einer anderen Farbe habe. Und diesmal habe ich mich halt für Weiß entschieden. Als letztes gab es dann noch etwas für Mama. Und zwar ist Mama ja immer meine Turnierbegleiterin und muss dann auch so auf die Matching-Abreiteplätze und so. Und aus dem Grund hat sie von USG die Ingrid Klimke Gummistiefel bekommen. So cool. Ich zeige euch die mal. Die sehen so cool aus, weil die sind halt rot und die fallen einfach so cool auf. So sehen die aus. Also Ingrid Klimke geht damit halt auch immer so ihre Geländestrecken und so ab. Und die sind halt wasserdicht. Die dürfen halt in Kälte und all sowas. Die sind halt einfach top für draußen. Und ja, ich würde sagen, Mama hat sich gefreut, oder? Ja. Keine nassen Füße mehr. Ja. Und ja, das war es auch schon. Diesmal war nicht so viel dabei. Aber trotzdem bin ich einfach super zufrieden mit der Ausbeute. Und ja, ihr könnt mir schreiben, ob ihr auch auf der Equitana wart
und was ihr halt alles so geshoppt habt und so. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Schmeckt der Karton Foki? Hallo? Schmeckt das? Ich glaube, das ist nicht so gut. Vorhin lag er immer noch lieb auf der Schabracke und ich musste ihn leider runterwerfen, als ich euch die zeigen wollte. Jetzt hat er einen Karton. Sieht schön aus.